Ja, vielen Dank, Harald, für die nette Einführung. Mein Name ist Matthias Huck. Der Harald hat schon ein paar Worte zu mir gesagt. Und vielleicht gerade mal zum Einstieg so ein Hinweis. Ich beschäftige mich auch mit künstlicher Intelligenz und Unterstützungssystemen im klinischen Alltag. Und das entsteht, wenn man ChatGPT und DALL-E ein Bild zum Thema Kommunikation und Klicks und Likes irgendwie in Auftrag stellt. Genau. Interessenskonflikte habe ich keine, da können wir drüber hinweg und noch ein paar Worte vielleicht, warum ich jetzt hier stehe, wie es kam. Von Haus aus bin ich Facharzt für Anästhesie, bin Funktionsoberarzt und Klinikmanager in der Klinik für Anästhesiologie, beschäftige mich da mittlerweile mehr mit Zahlen als mit Patienten. Ich habe eine halbe Stelle in der Fakultät, bin da wissenschaftlicher Leiter des Heidelberger VR Labs der medizinischen Fakultät. Da geht es vor allem um Lehre, Aus- und Weiterbildung für Studierende in der virtuellen Realität. Ich bin nebenberuflich noch ärztlicher Verantwortlicher beim Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg beim Deutschen Roten Kreuz und seit vielen Jahren in der Klinik für Anästhesiologie für den Social-Media-Auftritt zuständig. Das hat mal relativ klein angefangen auf Facebook. Der Erik Popp, der Leiter der Sektion Notfallmedizin, hat gesagt, du guckst doch oder du bist doch auf Facebook, mach doch mal so eine Seite für die Sektion Notfallmedizin. Wir haben so viele Projekte, so viele Ideen und irgendwie ist doch total schade, dass das überhaupt keiner mitbekommt. Mach doch da mal eine Seite. Und so hat es angefangen. Danach kam dann irgendwann das Twitter, das jetzt X heißt, LinkedIn, das soll Blue Sky heißen, da ist das Y irgendwie verloren gegangen. Wir haben am UKHD eine eigene App, MyUKHD, und für diese Kanäle bin ich verantwortlich. Die Folie zeige ich ganz am Ende nochmal, aber ein Auftrag wäre, holen Sie Ihr Handy raus. Sie dürfen es gerne benutzen, auch während des gesamten Vortrages. Es gibt am Anfang viele Bilder, am Ende viele Bilder. Wenn Sie interessiert dran sind, was wir so am Universitätsklinikum Heidelberg machen, wenn Sie unseren Seiten folgen wollen, gerne, wenn Sie den QR-Code abscannen, dann ist das eine Verbindung zu meinem LinkedIn-Profil für Fragen oder so. Bin ich da jederzeit verantwortlich. Wir haben seit einiger Zeit auch einen Podcast. Da geht es jetzt nicht rein um anästhesiologische Themen, sondern um Themen, die über den Tellerrand hinausgehen. Was macht eine gute Weiterbildung aus? Wo kann man das Thema Nachhaltigkeit platzieren? Wie ist es denn, wenn man in Krisengebieten arbeitet? Und so weiter und so weiter. Genau. Und der Harald hat es gesagt, ich habe einen Kurzvortrag zu dem Thema Anfang des Jahres auf einem intensivmedizinischen Kongress gehalten und da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt ein Thema, was für Sie, was für uns relevant ist? Also ich meine, das ist ja so eine Nebenbeschäftigung, Klicks und Likes und Posts, das ist irgendwie ganz nett. Ich bin ja kein Influencer oder kein Medfluencer. Macht es überhaupt Sinn, dass man sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt, wissenschaftlich beschäftigt? Und habe dann so ein bisschen Literaturrecherche betrieben und bin so ein bisschen verwundert darüber gestolpert, dass es Anfang des Jahres 2023 verschiedene Medien gab, die das Thema aufgegriffen haben. Ganz oben das Deutsche Ärzteblatt, aber auch das Baden-Württembergische Ärzteblatt oder die Marburger Bund-Zeitung haben darüber berichtet, dass es ein, ja, so eine Art Positionspapier zu dem Thema gibt, weil es doch immer wieder passiert, dass man irgendwelche Dinge online stellt und gar nicht weiß oder ja, dass man eben nicht weiß, was man damit macht, zum Beispiel, dass man die Schweigepflicht verletzt oder das Thema Datenschutz ignoriert, dass man Bilder postet, die man eigentlich gar nicht posten darf, weil man vorher keine Einverständniserklärung hat und so weiter und so weiter. Und da gibt es eine Darreichung dafür. Ich zeige Ihnen auch gleich nochmal den Link dazu. Genau, also scheint ein Thema zu sein, das zumindest nicht ganz uninteressant ist. Wenn man über soziale Medien spricht, da muss man vielleicht auch mal allgemein über neue Medien sprechen. Und man muss das Thema Medien, soziale Medien, neue Medien, immer so ein bisschen im Kontext der Zeit sehen. Also als Gutenberg den Buchdruck erfunden, revolutioniert hat, vorangebracht hat, da war sicher das Medium Buch ein neues Medium und war up to date. Und also wenn Sie sich hier so die Bilder anschauen aus den 50er und 60er Jahren, dann so 70er, 80er, 90er Jahren oder so diese Kids, ja, und das hätte jetzt auch ich sein können, so Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre, damals waren das die High-End neue Medien. Und wenn ich jetzt meine Kinder frage, die sind 7, 6 und 3, was ist denn das hier? Also so ein Bild von einem Fernsehzeiger, dann denken sie, ist es ein Tablet, das ist ja so klein, nee, keine Ahnung,
oder so diese Kassette, da gibt es nur Kopfschütteln. Ich war damals total stolz auf einen Walkman oder noch besser einen Discman. Also das waren vor 30, 40 Jahren neue Medien. Mittlerweile würde man unter neue Medien was ganz anderes verstehen. Und soziale Medien, wie wir sie heute kennen, vielleicht ist dieser Begriff in ein paar Jahren obsolet oder wir verstehen was komplett anderes darunter. Neue Medien allgemein oder auch digitale Medien, darunter versteht man eben elektronische Medien mit digitalen Codes. Da kenne ich mich jetzt auch nicht weiter aus, aber das ist eben die aktuelle Definition. Ja? Das Internet ist ein Verteilungsmedium, aber man würde zum Beispiel auch USB-Sticks, wie ich benutzt habe, um meinen Vortrag mitzubringen oder Festplatten und so weiter, als neue Medien oder digitale Medien bezeichnen. Und auch da wieder so ein Hinweis, also wenn man sich vorstellt, wie viel so ein USB-Stick noch vor 10 Jahren gekostet hat, mit irgendwie ein paar Megabyte, fast unbezahlbar. Heute kriegt man 128 Gigabyte oder mehr für wenige Euro. Also da ein massiver Wandel. Oder auch hier ein Smartphone. Ich mache bei uns in der Klinik ein Onboarding, das heißt, ich begrüße unsere neuen Mitarbeitenden und da geht es immer auch um das Thema Literatur. Wie komme ich an Informationen heran? Wie nehme ich die mit in den OP? Gerade Thema Beatmungsformen beispielsweise. Wie bleibe ich up to date? Als ich angefangen habe 2010, habe ich so einen riesen Wälzer dabei gehabt und habe den immer mitgeschleppt. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob jemand noch Bücher im Einsatz dabei hat, vielleicht so Kitteltaschenformat, um irgendwas nachzuschlagen. Aber da gibt es ja auch alles irgendwie auf dem Handy. Man kann sich Apps runterladen oder Merkhilfen und so weiter. Also da hat ein unglaublicher Wandel stattgefunden. Jetzt haben wir so ein bisschen allgemein über neue Medien gesprochen und jetzt wollen wir uns mit den sozialen Medien beschäftigen. Die meisten von Ihnen kennen die Logos. Das sieht mittlerweile anders aus. Das ist ja mittlerweile so ein X und der Elon Musk ist gerade dabei, das zugrunde zu richten. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, da wollen wir jetzt näher drauf eingehen. Ich habe Ihnen hier eine Umfrage mitgebracht. Und die Frage ist, nutzen Sie soziale Medien? Und zu Hause hat das eigentlich ganz gut geklappt mit der Umfrage. Jetzt schauen wir mal, ob das hier auch klappt. Die Idee ist, dass Sie diesen Code abscannen und wir kriegen hier live im Saal die Auswertung. Ich hoffe, es klappt auch zu Hause. Wir haben das im Vorfeld so ein bisschen hier getestet. Da gab es das ein oder andere Problem mit den neuen Medien hier. Aber vielleicht klappt die Umfrage ja auch. Ja. Okay, die ersten haben schon abgestimmt, sehr gut. Man sieht hier unten auch die Anzahl. Okay, es geht stetig nach oben. Mal gucken, ich lasse mal so ein bisschen Zeit. Ja, sehr gut. Ich hatte gehofft, dass irgendjemand auch hier neben antwortet. Der Harald lacht, warst du das? Ja, genau, also mehrfach täglich, genau. Also regelmäßig, eher unregelmäßig oder nie. Das sind ja so, das ist so die Metaebene. Und genau, also ich lasse es mal noch ein bisschen laufen. So ein bisschen Verteilung. Also die Mehrzahl von Ihnen nutzt täglich oder auch täglich mehrfach soziale Medien. Man guckt immer wieder rein, es ist ja auch ein Klick. Ich habe vorhin auch immer mal wieder reingeschaut, habe geguckt, wir haben heute in Heidelberg ein ECMO-Symposium, ob die Kollegen da schon was gepostet haben. Dann haben sie mir geschrieben, nein, ich schicke dir nachher Bilder, mach du bitte einen Post raus. Und als ich Anfang des Jahres in Kitzbühel diesen Vortrag gehalten habe, da hat irgendwie niemand über diesen Witz gelacht. Mir wurde dann im Nachgang gesagt, ja, du musst schon erklären, warum das lustig sein sollte. StudiVZ wurde 2009 in der ursprünglichen Form abgestellt und 2022 komplett. Also wer irgendwie sich noch wundert, warum das StudiVZ nicht mehr funktioniert, das gibt es eben schon lange nicht mehr. Das war aber früher das soziale Medium. Zumindest in meiner Studienzeit war irgendwie jeder bei StudiVZ. Okay, also die Mehrzahl der hier Versammelten und vielleicht zu Hause nutzen soziale Medien und sind vielleicht auch Profis, was Do's and Don'ts angeht. Falls das nicht der Fall ist, ich habe Ihnen hier dieses Papier mitgebracht, diese sogenannte Handreichung. Auch wenn da jetzt steht für Ärzte und Ärztinnen und irgendwo steht auch noch für Medizinstudierende. Ich glaube schon, dass man das auf viele Bereiche im Rettungsdienst, in der Feuerwehr, im Polizeidienst auch übertragen kann. Weil Datenschutzproblematiken, Do's and Don'ts, Schweigepflicht, Heilmittelwerbung und so weiter, Werbung, unerlaubte Werbung, Beeinflussung, die gibt es ja in vielen Bereichen und sicher nicht nur auf die Ärzte, Rettungsdienstpersonal, Pflegende, psychosoziale Notfallversorgung und ähnliche Bereiche beschränkt. Da muss ich so ein paar Dinge klar machen.
wenn man zum Beispiel aus oder nach einem Einsatz, nach einem Ereignis in der Klinik gewisse Dinge postet. Nicht nur wir lesen das, Millionen Menschen lesen das. Natürlich auch Kolleginnen von Ihnen, von uns, Pflegende, aber auch Patientinnen. Und die sozialen Medien bieten Chancen und Risiken. Chancen sind, man kann es zum Austausch nutzen. Wir sind vernetzt über die Fachorganisationen, zum Beispiel tauschen wir uns aus. Man kann Wissen teilen, man kann auch aufklären, Patientenaufklärung. Man kann gewisse Dinge darstellen, wie Dinge funktionieren, Beatmung, Reanimation, Laienreanimation, Ausfort- und Weiterbildung, gerade über Open-Access-Formate, extrem gut, leicht zugänglich. Werbung kann stattfinden. Da ist immer so ein bisschen die Frage, ist es dann auch wirklich als Werbung gekennzeichnet? Und erkennen wir das, wenn jemand was postet, dass er vielleicht Werbung macht und sogar Geld dafür bekommt? Das finde ich ein wichtiger Punkt, gerade in dem Bereich, in dem Sie arbeiten. Ja, es gelten die Schweigepflichtregeln und der Datenschutz. Und man ist auch nicht gefeit davor, dass man sogenannte Shitstorms abbekommt. Und vielleicht nicht direkt nach dem Post, aber vielleicht auch Monate oder teilweise Jahre danach. Gibt ja so einige Twitter-Posts, die dann nach Jahren noch ausgegraben werden. Oder irgendwelche Dinge, die man früher mal in Schülerzeitungen veröffentlicht hat, die dann Jahrzehnte später veröffentlicht werden. Wenn einmal irgendwas online ist, gehen Sie sicher, irgendjemand hat einen Screenshot gemacht, hat einen Bildschirmabgriff gemacht und das können Sie nicht mehr aufhalten. Sie können es nicht mehr zurückholen, selbst wenn Sie es löschen. Sie müssen damit rechnen, wenn einmal was veröffentlicht ist, dann bleibt es online. Irgendjemand speichert es ab und verteilt es bei Bedarf wieder. Hier oben, wie gesagt, der QR-Code, da kommen Sie zu dieser Handreichung. Die ist ein paar Seiten lang und ich kann Ihnen auch nicht alles vorstellen, da würden Sie einschlafen, gerade jetzt nach dem wirklich leckeren Mittagessen. Aber wenn Sie mal nachschlagen wollen, geht es ganz gut. Und so ein paar Dinge wollen wir besprechen. Diese Handreichung bezieht sich vor allem oder nimmt das hier als Quelle, diesen Guide to Social Media and Medical Professionalism. Das ist meines Wissens ein amerikanisches Konstrukt. Und auch da steht am Anfang so ein paar grundsätzliche Dinge. Seien Sie sich eingedenk, you are always a medical doctor, a doctor oder medical professionals. Also Sie sind medizinisches Fachpersonal, wenn Sie im Einsatz sind. Sie sind Rettungsdienstpersonal und Sie werden auch so wahrgenommen. Sei es jetzt im Polizeieinsatz, im Feuerwehreinsatz, im First Responder Einsatz, im Notarzteinsatz, wie auch immer. Die Trennung zwischen ich sage was beruflich oder ich meine etwas beruflich, ich poste etwas beruflich oder ich poste etwas privat, ist oft nicht möglich. Und es kann man auch nicht immer verlangen von denen, die das lesen, dass die genau erkennen, habe ich das jetzt privat gepostet oder beruflich? Und dann ist ja auch die Frage, kann man das überhaupt trennen? Das ist ja auch eine Frage, über die man sich sicher streiten kann. So ein paar grundsätzliche Überlegungen noch. Denken Sie sorgfältig darüber nach, etwas zu veröffentlichen, wenn Sie nicht wissen, was das bei dem anderen auslöst, welche Gefühle das auslösen kann. Auch beim Arbeitgeber wollen Sie etwas posten, was der Arbeitgeber lieber nicht lesen soll, dann sollten Sie es vielleicht auch lieber nicht posten. Und gerade auch bei Bildmaterial oder Kommentaren zu gewissen Bildern vielleicht auch oder Beiträgen sollten Sie sich sehr gut überlegen, was Sie damit aussagen. Kann es dem Ruf schädigen oder verstoßen Sie sogar gegen gewisse Vereinbarungen, die Sie zuvor getroffen haben? Das kann der berufliche Bereich sein, das kann aber auch im privaten Bereich gelten. Das ist nicht immer ganz einfach, finde ich, dass man über das, was Sie gepostet haben, gewisse Rückschlüsse auf andere Dinge herleiten können. Da zeige ich Ihnen gleich noch ein Beispiel, wie das auch im medizinischen Bereich geht. Das mit dem Löschen habe ich schon gesagt, wenn irgendwas online ist, dann kann man ruckzuck einen Screenshot machen, so schnell können Sie gar nicht schauen. Das lesen Sie ja vielleicht auch immer wieder. Der Beitrag ist mittlerweile gelöscht, aber die Bild-Zeitung schafft es dann trotzdem noch, irgendwelche Dinge zu posten und so weiter. Also es geht ruckzuck, ja. Und wenn möglich, versuchen Sie auch das zu erreichen, dass wenn von Ihnen Fotos gemacht werden, dass Sie auch das Recht an dem Foto haben und dass Sie wissen, wenn das hochgeladen wird. Das war mir bis dato auch gar nicht klar, obwohl ich mich ja auch viele Jahre schon mit dem Thema beschäftige. Es gibt klare Richtlinien oder es kann klare Richtlinien Ihrer Arbeitgeber zu dem Thema soziale Medien geben. Und mit diesen
mit diesen Richtlinien sollten Sie sich vertraut machen. Gerade wenn Sie das professionell machen, wenn Sie das im Rahmen Ihrer Dienstaufgabe beispielsweise betreiben, im Rahmen Ihrer Organisation, dann sollten Sie einmal abgeklärt haben, gibt es dazu Richtlinien? Am Universitätsklinikum Heidelberg gibt es das beispielsweise. Und da ist zum Beispiel eine Voraussetzung, dass man solche Kanäle betreiben kann, dass man die Unternehmenskommunikation darüber informiert hat und dass die einen Super-Admin haben, also dass die mitlesen können, dass die sich einloggen können und bei Bedarf ja, den Kanal auch wieder zumachen können. Die lesen dann mit. Man ist sozusagen auf Bewährung. Ja, das ist ja auch grundsätzlich kein Problem, aber das muss man einfach wissen und das muss im Einklang und nach Rücksprache dann eben stehen. Ich habe jetzt ein paar Beispiele aus dieser Darreichung mitgebracht, die jetzt vielleicht ein bisschen trocken sind, aber die Ihnen große Probleme machen können, wenn Sie das nicht beachten. Also das Thema ärztliche Schweigepflicht, ja, es ist eben deswegen auch so heikel, weil man manchmal denkt, man hat doch jetzt alles anonym gemacht und die Aussagen sind anonymisiert. Ich habe jetzt von einem Einsatz berichtet und habe doch keine Namen genannt. Aber manchmal ist es eben nicht so einfach und Unwissenheit schützt auch vor Strafe nicht. Also Sie verstoßen unter Umständen gegen § 203 Strafgesetzbuch, wenn Sie die ärztliche Schweigepflicht brechen oder wenn Sie eben Patientendaten veröffentlichen, da muss ja jetzt nicht nur die ärztliche Schweigepflicht sein und das kann eben dramatische Konsequenzen haben. Also da muss man auch aufpassen, im Zweifel eben nichts posten, wenn es nicht ganz klar ist oder wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie es einfach weg. Veröffentlichen Sie Ihren Beitrag nicht oder sprechen Sie eben mit den entsprechenden Stellen, quasi mit der Unternehmenskommunikation oder Ihren Vorgesetzten, wenn Sie sowas posten wollen. Jetzt kommen ein paar Fallbeispiele, um das Ganze so ein bisschen mit Leben zu füllen. Die sind abgewandelt oder übersetzt oder leicht auf die deutschen Verhältnisse angepasst. Aber das sind reale Beispiele. Also hier hat ein Assistenzarzt was gepostet. Wir wissen jetzt nicht, in welchem Netzwerk, aber das ist ja eigentlich egal. Der hat quasi eine fiktive Ansprache gehalten an seinen Oberarzt der Notaufnahme. Der sagt, besten Dank für die fehlerhafte Einordnung der Darmperforation meiner Patientin als Obstipation und ihre anschließende aggressive Behandlung mit Laxantien. Also ein klarer Vorwurf. Ich bin mir sicher, dass die Patientin ihren anschließenden Herzstillstand und das Multiorganversagen genossen hat. Das macht aber nichts, sie braucht nur ein paar neue Nieren und mit einer frischen Leber wird sie wieder tipptopp. Mit der von Ihnen gezeigten Performance bin ich mir sicher, dass Sie ihr dabei helfen können, die Organe zu bekommen. Beste Grüße, Ihr ergebener Stationsarzt. Ja. Kann man so machen. Ich denke, das ist allen klar, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Es gilt, auch im Internet gilt respektvoller Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Und diffamierende Kommentare sind dadurch oder durch Folgendes gekennzeichnet. Sie richten sich an eine dritte Person oder eine ganze Gruppe. Sie identifizieren Patienten, Kolleginnen oder andere Personen oder legen die Identifizierung nahe. Sie beschädigen die Reputation des oder der Betreffenden und es kann strafrechtliche Konsequenzen haben. Wenn jetzt der Assistenzarzt in diesem Beispiel unter dem Klarnamen gepostet hat, dann ist ja relativ einfach rückzuschließen, in welchem Krankenhaus er arbeitet. Das kann man googeln, man kann den Namen eingeben. Vielleicht hat er sogar andere Posts gemacht aus seinem Krankenhaus oder die im Zusammenhang mit seiner Klinik stehen. Dann werden vielleicht sogar Klinikstrukturen, Homepages angezeigt, wenn man nach diesem Kollegen googelt. Und dann ist es ja relativ leicht, auch Rückschlüsse auf den Oberarzt, den er angesprochen hat, zu schließen, der ja vermeintlich oder real einen Kunstfehler begangen hat oder vielleicht auch nicht, ja, war ja relativ polemisch geschrieben. Also da muss man aufpassen. Diffamierung ist das eine, aber eben auch die Frage, ob die Anonymität darunter gewährleistet ist. Ein anderes Beispiel, was in dieser Handreichung aufgegriffen wird, ist die Netiquette. Ja, also die Etikette im Netz. Wie kommuniziert man? Was sind Verhaltensregeln? Wie kommuniziert man miteinander? Und wenn man eine Oberärztin als blöde alte Stasi-Schnepfe bezeichnet, dann ist das sicher kein Teil einer adäquaten Kommunikation. Und ja, glauben Sie nicht, dass sowas irgendwie verborgen bleibt. Also selbst wenn man das löscht, ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt immer jemand, der bekommt es mit und der gibt es dann auch weiter. Ja, also selbst wenn man es sofort bereut und sagt, oh Gott, was habe ich denn hier geschrieben, ich lösche den Beitrag gleich wieder. Oder also in dem Fall hat er es ja wahrscheinlich stehen lassen und das wurde halt an anderer Stelle weitergeleitet und deswegen ja, gab es dann Ärger am Ende.
Ich habe vorhin gesagt, ich bin kein Medfluencer oder medizinischer Influencer. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Personen hier irgendwie bekannt sind. Also es ist auch nur exemplarisch für Personen, die sehr stark oder starke Meinungsführer in sozialen Medien sind. Also zum Beispiel Doc Caro, die nicht nur während der Pandemie, sondern auch davor sich immer wieder mit oder zu notfallmedizinischen Themen gemeldet hat, die polarisiert hat mit vielen Dingen. Obwohl er sehr viele Follower hat, war mir Doc Felix nicht bekannt, gebe ich offen zu, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Wen ich sehr wohl kannte, war der Professor Trotzen, der ja eine gewisse Bekanntheit oder eine sehr große Bekanntheit auch und gerade während der Corona-Pandemie gewonnen hat. Und diese Personen, die viele Follower haben, ja, die haben natürlich schon auch eine große Reichweite. Und das, was sie sagen oder vielleicht auch nicht sagen, das kommt ja manchmal auch drauf an, das hat eine enorm große Reichweite. Ja. Da gibt es noch weitere Beispiele. Wie gesagt, das war jetzt stellvertretend für viele andere. Man kann es jetzt hier schlecht lesen. Gesundheitsfakten zum Beispiel, die haben fast 900.000 Follower. Also hat mir nichts gesagt, aber wenn man eben bei verschiedenen Suchmaschinen diese Begriffe Social Media, medizinische Influencer, Medfluencer eingibt, dann kriegt man da so Tabellen ausgespuckt. Ernährungsdocs, habe ich auch noch nie gehört. Gynäko.logisch. Ja, liegt vielleicht daran, dass es eben kein, dass da viele, also auch allgemeinmedizinische Themen sind oder übergeordnete medizinische Themen, mit denen ich jetzt als Anästhesist, Notfallmediziner jetzt vielleicht oder Intensivmediziner vielleicht auch gar keine direkten Kontakte habe. Aber wenn man mal schaut, die haben doch teilweise sehr viele Follower und damit eben auch einen bestimmten Einfluss auf eine gewisse Diskussionskultur im Land. Genau, also wie gesagt, diese Plattformen, die die Medfluencer nutzen, die können als Multiplikation von Inhalten gelten. Jetzt gerade aktuell ja zum Beispiel auch die Diskussion Opiatgabe für NotfallsanitäterInnen. Da gibt es ja schon sehr starke Meinungsführer in alle möglichen Richtungen. Und wenn die dann eben gewisse Dinge sagen, wahr oder falsch, ja, dann verteilt sich dieses Wissen, dieses vermeintliche Wissen und Fakten, ob jetzt richtig oder falsch, werden eben weitergetragen und diskutiert. Es wird gefordert, dass eben diese Medfluencer einmal den richtigen Namen benutzen, dass sie ihren Hintergrund transparent machen und vor allem Interessenskonflikte offenlegen. Ja? Da geht es eben darum, dass es bestimmte Vorgaben gibt, wie und in welcher Form darf Werbung gemacht werden, eben von solchen medizinischen Meinungsführern. Heilmittelwerbegesetz, HWG, da gibt es ganz klare Vorgaben und Werbung muss gekennzeichnet sein. Ja? Also Thema Medikamente für oder zum Abnehmen, bestimmte Aussagen über Blutdruckmedikamente und so weiter, über Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen, dürfen oder eben auch nicht. Das muss gekennzeichnet sein, dass es ganz klar ist, okay, diese Person wird vielleicht gesponsert von einer Pharmafirma. Ja? Oder ich habe gerade eben nochmal gelesen, Marlboro fördert, jetzt passt nicht ganz das Beispiel, aber fördert eben ein Museum zum Thema Raucherentwöhnung und so weiter und versucht über so Umwege Einfluss zu nehmen und es muss eben offengelegt werden. Genau. Datenschutz und Datensicherheit. Welche Informationen werden wem preisgegeben? Ja? Und was passiert mit den Daten, die sie angeben? Das ist jetzt eine dermatologische Praxis. Ja, auch das nicht originär mit dem Rettungsdienst was zu tun. Aber für das Beispiel, was man damit zeigen will, ist es ja relativ eindeutig. Man muss auf einer Seite einer Praxis für Dermatologie gewisse Informationen hinterlassen. Name, Datum, Geburtsdatum, Adresse, vielleicht Handynummer, E-Mail-Adresse. Und kurze Zeit später kriegt man eine Freundschaftsanfrage von einem Hersteller für Aknesalbe. Und man fragt sich, wie um Himmels Willen hat der denn meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer, was auch immer bekommen. Ja? Und das ist halt über diesen Umweg passiert. Ja, diese Praxis hat mutmaßlich diese Daten weitergegeben und da muss man in die AGBs reinschauen und fragen oder nachschauen, ah, okay, habe ich das mit dem Klick, den ich gemacht habe, vielleicht sogar bestätigt, ohne diese 50 Seiten an AGBs zu lesen. Ja? Man muss sich aber vielleicht damit beschäftigen, wenn man eben gewisse Daten in die sozialen Medien einpflegt. Und wem ermögliche ich denn Zugriff auf meine Daten? Ja, vielleicht auch meiner Wache oder wie auch immer. Und welche Möglichkeiten habe ich, mich zu schützen? Wer kann meine Daten noch sehen und was passiert damit? Jetzt machen wir mal so einen kleinen Exkurs
Und es war ja auch so der richtige oder sichere Umgang in den sozialen Medien. Und jeder von uns, der was postet, der will ja auch so eine Bestätigung haben. Der will Klicks haben, der will Likes haben. Davon lebt das Ganze ja. Und das ist gar nicht so einfach, ja? Wenn man nicht weiß, wie die Algorithmen funktionieren, die hinter Facebook oder LinkedIn oder den anderen sozialen Medien hinterlegt sind. Und da kann man sich Stunden, Tage, Wochen lang mit beschäftigen. Man kann aber auch Spiegelartikel lesen oder man kann ChatGPT nutzen, um sich das zusammenfassen zu lassen. Oder dem Karl Kratz folgen, der hat so ein paar Tipps veröffentlicht. Und da geht es jetzt um LinkedIn und er sagt, der Algorithmus von LinkedIn ist hochgradig pubertär. Der Inhalt zählt überhaupt nicht. Also völlig egal, was man schreibt. Und Sie können sich stundenlang damit beschäftigen, die Sätze ausformulieren, klar formulieren, einfache, deutliche Sprache benutzen, Bilder posten, Sie schreiben Ihre Gedanken auf, machen sich ganz viel Arbeit damit und am Ende reagiert niemand drauf, ja? Und Sie sind total frustriert. Und warum ist es so? Weil sie diesen Algorithmus nicht beachtet haben. Zum Beispiel sollte man nicht montags und nicht sonntags posten. Das ist irgendwie so hinterlegt. Keiner weiß so genau, warum. Es ist ja auch nicht alles transparent, aber es ist irgendwie bekannt. Wenn man an bestimmten Wochentagen Inhalte postet, dann wird es weniger oft geliked, weniger oft geteilt. Oder man wird sogar bestraft, wenn viele Leute ihren Beitrag posten oder teilen. Das ist ja erstmal irgendwie, das verstehe ich nicht. Aber das ist eben ein Algorithmus, der das bestraft, wenn das gemacht wird. Ja? Und so Dinge muss man wissen, zumindest wenn man sich darüber Gedanken macht, wie kriege ich möglichst viele Likes und Klicks. Man kann aber auch sowas machen. Kann man jetzt irgendwie überhaupt nicht lesen, aber es gibt 70 Killer-Content-Ideen zum Posten in sozialen Medien. Also es gibt offensichtlich Menschen, die sich extrem viele Gedanken drum machen, wie man einen Post richtig gut macht. Und Content, das ist, naja, Inhalt von einem Post. Ja? Und da stehen so Sachen wie, gehen Sie hinter die Kulissen. Erinnern Sie die Leute daran, wer Sie sind und wie Sie angefangen haben. Teilen Sie ein Zitat und vieles mehr. Teilen Sie eine Podcast-Episode, teilen Sie ein YouTube-Video, geben Sie einen kurzen Tipp. Also vielleicht finden Sie sich auch irgendwo hier, teilen Sie Kontaktinformationen, posten Sie etwas über, wer auf Ihrer Bucketlist ist, da weiß ich nicht mal ganz genau, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich irgendeine Herausforderung, die man gemacht hat, was auch immer. Also es gibt Dinge, die kann man beachten, wenn man sozusagen viele Klicks und Likes möchte. Ich habe Ihnen da oben den QR-Code mitgestellt, da kommen Sie zu der Quelle von dieser Liste. Und da muss man sich halt fragen, lohnt sich das, dass ich mir da so viele Gedanken mache? Ich wollte doch eigentlich nur einen Post über einen Einsatz machen oder wollte darstellen, dass irgendwas gut gelaufen ist. Ich wollte mich vernetzen, ich wollte ja darüber aufklären, was wir machen, vielleicht auch Werbung erzielen für meine Organisation. Gerade im ehrenamtlichen Bereich ist es ja schwierig, vielleicht in der Nachwuchsgewinnung. Das heißt, ich brauche auf der einen Seite ja schon Inhalt, damit man aufmerksam wird auf die Organisation, für die man arbeitet, damit man Nachwuchs generiert, Interesse weckt. Aber wenn das so schwierig ist, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich das kann. Und die Frage ist auch nicht ganz einfach zu beantworten. Was vielleicht helfen könnte, sind Best-Practice-Beispiele. Ja? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen aus unserem Klinikbereich gebracht. Die sind nicht alle von mir oder von uns. Ja? Zum Beispiel aus dem Bereich Anästhesie. Da gibt es ganz viele extrem gute Beiträge von meiner Kollegin, von der Frau Dr. Julia Lichtenstern, die ja vor allem anästhesiologische Themen, auch komplexe Themen wie die Kardioanästhesie extrem gut aufbearbeitet und aufbereitet, die in der Woche der Wiederbelebung viele Beispiele gepostet hat, wie Laienreanimation funktioniert, wie Wiederbelebung geht, Besonderheiten der Beatmung und so weiter. Dann haben wir aber auch Pflegende bei uns am Universitätsklinikum, die Annette Henk zum Beispiel aus der Anästhesiepflege, die pflegenden Themen aufgreift. Ja, auch da Social Media im Arbeitsvertrag, das war Anfang des Jahres ein ganz großes Thema. Was kann man, was darf man, was soll man, wie muss man vorgehen, wo sind die Besonderheiten und die Fallstricke. Auch so die Frage, wann mache ich denn das eigentlich? Mache ich das während der Arbeitszeit? Aus dem OP raus, vielleicht schwierig. Mache ich es am Abend? Wenn ich es aber am Abend poste, dann wird es schon wieder bestraft, weil es außerhalb der Kernarbeitszeit ist, also vom Algorithmus bestraft, den sozialen Druck erhöht und so weiter. Deswegen soll man es doch während der Arbeitszeit, also von irgendwie 7 bis 16 Uhr posten und vieles mehr. Wir haben auf Facebook einen Kanal, habe ich vorhin schon mal geschrieben. Wir haben auf X, ehemals Twitter, ganz neu bei Blue Sky. Das ist so die neue
ja, ob es die bessere Version von Twitter ist, das muss ich noch herausstellen. Dann haben wir mit Frank Weilbacher und Julius Hohmann zwei Kollegen, die den Rettungsdienst FM-Podcast machen. Super Format. Auch da gibt es immer wieder interessante Folgen rund um den Bereich Rettungsdienst. Also kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Die neue Folge ist jetzt, glaube ich, gerade aufgenommen, wenn ich den Frank richtig verstanden habe. Das war jetzt ein Beispiel. Da ging es ums Medical Intervention Car. Was macht man damit eigentlich? Was ist der Inhalt davon? Was kann das? Wo sind die Limitationen? Den Podcast habe ich auch schon mal erwähnt. Einer unserer Oberärzte, der Christopher Neuhaus, der spricht eben mit ganz interessanten Gesprächspartnerinnen rund um das Thema Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie. Ich selber bin ein großer Fan von Podcasts. Man kann das gut hören auf der Zugfahrt zur Arbeit, auf der Nachhausefahrt von heute. Ich wohne in Eberbach und muss irgendwie ganz viele Umleitungen fahren. Ich habe jetzt ein paar Podcasts runtergeladen. Da freue ich mich schon drauf auf den Heimweg und werde das dann im Auto hören. Und wir haben seit einiger Zeit auch bei LinkedIn eine Seite, wo wir vor allem eben auch zum Beispiel Paper posten. Also wenn jemand eine Veröffentlichung gemacht hat, irgendwelche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse geworben hat, das veröffentlicht hat, dann schreibe ich da einen kurzen Bericht dazu. Wie so eine Art Abstract, 2, 4, 5, 6, 8 Sätze dazu und man kriegt kostenlos sozusagen Wissen aufbereitet. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ja? Und mit Harald Genswürger haben Sie hier jemand, der extrem fit ist beim Thema Social Media. Ja, ich habe jetzt hier das Bild, ich glaube, Harald, du hattest es heute Morgen auch schon genommen, den Ehrenamtspreis der Region. Aber auch viel mehr, auch die Seite der Ofirta postet ja ganz interessante Dinge. Und dann habe ich noch einfach als Beispiel für das Ehrenamt den Bereich von der Bereitschaft Eberbach genommen. Ja, da gibt es zum Beispiel hier ganz interessante Informationen und es ist wichtig, es gehört heutzutage eben auch mit dazu. Wir hatten am 11.11. eine Großübung zu einem Mannvereignis in Heidelberg. Auch da gab es eine Berichterstattung dazu und auch wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, kommen wir langsam zum Ende, weil ich gerne noch mit Ihnen diskutieren möchte. Sie sehen hier für LinkedIn verhältnismäßig viele Klicks und Likes. Das muss man einfach auch dazu wissen. Auf LinkedIn wird deutlich weniger geliked als zum Beispiel auf Facebook. Also da gibt es auch mal Beiträge, die haben einfach gar keine Likes und das darf auch nicht entmutigen. Aber am Ende fragt mich mein Chef immer, sag mal, warum machst du das überhaupt? Hat es überhaupt irgendwie einen Impact? Liest das überhaupt jemand? Und das muss man halt manchmal vielleicht auch nachweisen, gerade wenn man sowas auch irgendwie mal in der Arbeitszeit machen will und möchte. Und dann kann man ihm so eine sogenannte Anzeigen-Performance zeigen. Also wer klickt es denn an? Ja, 3600 Impressionen, wie viele Reaktionen, wie viele Klicks, wie viele Kommentare, 18 Mal geliked. Also das sind einfach Zahlen, die kann man so ein bisschen auch in Relation setzen zu anderen Beiträgen. Da kann man ihm sagen, ja, das wird gelesen. Wir erreichen damit eine relativ große Reichweite. Wir haben eine gute Außendarstellung damit und damit lohnt sich das, dass man das weitermacht. Genau. So ein bisschen zusammengefasst kann man sich vielleicht an diesen 12 Regeln orientieren. Wie gesagt, nicht ausschließlich für Ärztinnen und Ärzte. Das kann man sicher auf andere Professionen, auch fürs Ehrenamt, Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr übertragen. Thema Schweigepflicht muss beachtet werden. Keine Kolleginnen und Kollegen diffamieren, Netiquette beachten. Im Zweifel vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen, bevor man aus der Emotion heraus irgendwas veröffentlicht. Auch Einsätze. Ja, muss man vielleicht erst nochmal drüber schlafen, ob das okay ist in der Form, wenn man was dazu schreibt und so weiter. Dann Grenzen des Arzt-Patienten-Verhältnisses nicht überschreiten. Man muss immer klare Grenzen ziehen und die Profession wahren. Grenzen der Fernbehandlung beachten, das ist jetzt schon eher ein ärztliches Gebiet. Ja. Manchmal muss man sich auch zurückhalten. Manchmal ist es sinnvoller, einen Post nicht zu verfassen, wenn es hitzige Diskussionen gibt. Und da gibt es beileibe genug Themen im Moment auf dem Medizinsektor. Werbung habe ich auch schon gesagt. Passen Sie auf, dass Sie nicht leichtfertig oder sogar berufswidrig Werbung für Produkte machen, für Dinge machen, für Institutionen machen, für Medikamente und so weiter, ohne das zu kennzeichnen. Wenn Sie eine große Reichweite haben, dann wächst doch Ihre Reichweite. Das erinnert mich immer so ein bisschen an so ein Zitat aus Spider-Man. Genau, Datenschutz und Datensicherheit, das ist, glaube ich, ein Kapitel, da könnten wir uns tagelang mit beschäftigen. Wir scheitern immer wieder so ein bisschen am Thema Datenschutz, wenn wir Anträge schreiben, Dinge beforschen wollen. Also das ist was, da muss man sich wirklich auch mit beschäftigen. Und das passiert auch immer mal wieder, dass man Dinge
Urkunden, Zeugnisse und so weiter von sich hochlädt, um Werbung dafür zu machen, was man erreicht hat. Es gibt gerade auf LinkedIn viele Beispiele, da posieren die Kolleginnen und Kollegen nach bestandener Prüfung vor der Ärztekammer und halten das Dokument in die Kamera. Ja. Sie sollten verhindern, dass sie mit ihren Patienten irgendwie in Austausch gehen und die dann in sozialen Medien ihre Krankheitsgeschichte ausbreiten, um von ihnen einen Ratschlag zu bekommen oder irgendwie herauszufinden, warum sie in dieser Wohnung waren und was da passiert ist. Genau. Und im Zweifel auch mal mit der Versicherung sprechen, was denn passiert, wenn man gegen diese Regeln verstößt. Ist man dafür überhaupt versichert und abgedeckt? Also, die Schweigepflicht gilt auch in den neuen Medien. Beachten Sie die Netiquette, hören Sie auf oder verzichten Sie darauf, auch aus einer Emotion heraus Kolleginnen und Kollegen zu beleidigen, andere Hilfsorganisationen zu beleidigen, Frust abzubauen oder Frust abzulassen oder auch Emotionen mal auszulassen. Große Reichweite bedeutet große Verantwortung. Überlegen Sie, was Sie damit erreichen, wenn Sie Ihren Followern gewisse Informationen nahelegen. Es gibt Tipps und Tricks, Zitat, also Algorithmus, den man beachten kann, Datenschutz beachten. Und auch das habe ich erfahren müssen. Es ist nicht einfach, die sozialen Kanäle regelmäßig zu bestücken und dann kann man das auch nicht nebenher machen und mal so schnell, ich mache jetzt mal 5 Minuten so einen Post und habe dann aber vergessen, dass ich den Datenschutz missachtet habe, dass ich auf Bildern jemand gezeigt habe, der eigentlich gar nicht zugestimmt hatte und so weiter und so weiter. Also wenn man das macht, dann soll man sich die Zeit dafür nehmen. Dafür ist das Thema zu wichtig. Und das sind so ein paar Dinge, die würde ich vielleicht mit Ihnen kurz diskutieren. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Nutzen Sie soziale Medien oder auch nicht? Und was sind Ihre Gründe dafür? Das werden wir halt in der Klinik immer gefragt. Was ist der Return of Invest? Das bedeutet, was kommt zum Beispiel nach einem Jahr raus? Haben Sie jetzt mehr ehrenamtliche Helferinnen und Helfer? Ja, konnten Sie in Ihrer Feuerwehr neue Kollegen begrüßen? Haben Sie Werbung gemacht und das hat sonst irgendwelche Vorteile? Und nutzen Sie vielleicht soziale Medien sogar für das Employer Branding, das heißt also für sozusagen eine Außendarstellung Ihres Bereiches, Ihrer Firma, der mobilen Retter zum Beispiel oder Ihrer Feuerwehr oder Ihrer Bereitschaft und so weiter und so weiter. Genau. Am Ende nochmal die letzte Folie, die habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Folgen Sie uns gerne. Wenn Sie da Lust drauf haben, Sie können mir gerne im Nachgang noch Fragen stellen. Ich muss jetzt leider los zur nächsten halb privaten Veranstaltung, deswegen muss ich mich da leider gleich verabschieden. Aber ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und jetzt ist natürlich auf jeden Fall noch Zeit für Fragen. Vielen Dank. Ja, Matthias, vielen Dank, super. Bei Offerta bist du schon online auf Facebook. Okay. Danke, Harald. Natürlich. Der Erik Popp, den wir beide ja gut kennen, ja. Der sagt ja immer, seine Kinder hätten ihn gefragt, sag mal, haben alle alten Leute Facebook? Ja, das hat er mir auch schon gesagt. Ja, das ist in der Tat so. Also man hat das Gefühl, zumindest auch in Gesprächen mit vielen anderen, Facebook ist so ein bisschen out. Die Frage ist nur, was kommt danach? Und wir haben schon so, wenn man so die verschiedenen sozialen Kanäle sieht, vor allem auf Facebook viele, also da haben wir eben keine Seite der Klinik für Anästhesiologie, sondern die Sektion Notfallmedizin mit extrem vielen Followern, also mit Leuten, die uns folgen und unsere Beiträge auch zur Kenntnis nehmen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist, ja, dass wirklich nur von alten Leuten genutzt wird. Kann ich so nicht bestätigen, aber es ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen uncooler geworden als früher. Das kann schon sein, aber ich glaube nicht, dass es nur von alten Leuten genutzt wird. Ja. Vielleicht ist TikTok auch irgendwas für junge Leute, aber da fällt mir schwer, dafür Inhalte zu produzieren, also irgendwelche Tanzvideos oder so. Ich finde, das passt jetzt nicht zu dem Themenbereich, den wir abbilden. Also bei mir war das ja so, dass über die AGSWN, Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte, bin ich ja Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und der eine Kollege meinte vor Jahren, wir müssen da jetzt auch mal was in diesen neuen Medien machen und hat dann direkt einen Twitter-Account angelegt. Das war damals noch so angesagt. Und inzwischen sind wir halt auf Twitter, bei Facebook, auf Insta und bei LinkedIn. Ja. Aber ich habe ganz klar gesagt, ich ziehe die Grenze bei Snapchat und TikTok. Das sind dann für mich, also Stand jetzt, irgendwie nicht, sagen wir mal, seriöse Kommunikationskanäle, was nicht heißt, dass alle anderen unbedingt hundertprozentig seriös sind, aber
die Frage ist ja tatsächlich, also wo schicke ich da irgendwelche Dinge in den Äther? Das ist ja echt hochproblematisch. Gibt es Fragen von eurer Seite? Gibt es Fragen aus dem Chat? Nutzt denn jemand von Ihnen zum Beispiel Facebook, um Werbung zu machen für Ihre Organisation? Also gibt es da Social Media Verantwortliche? Kriegt man da Schulungen dafür? Also interessiert mich jetzt einfach. Wer von denen, die hier sind, ist in einer Gliederung, die auf Facebook vertreten ist? PSNV muss die Hände heben. Für die, die es nicht wissen, die brauchen einen Account. genau. Wer macht irgendwas auf Insta? Da hinten, okay. Ja. Twitter, X. Sonstiges. WhatsApp. Ja. Ja, WhatsApp-Gruppen, ja klar, ja. Natürlich. Und der Status. Ja, absolut. Es ist halt auch niederschwellig. Ein Handy hat jeder dabei, WhatsApp hat fast jeder, ja. Klar. Ja. Wir haben jetzt Silo entdeckt oder Cilo als sicherer Messenger in der Klinik, über den man auch Bilder, Akten und so weiter posten kann. Das ist eben ein sicherer Messenger. Ja. Da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ja. Ein Riesenproblem zum Beispiel, weil du es ja gesagt hast, also gerade wenn es um Patientengeschichten geht. Ja. Siehe unsere Reanimationsgeschichten. Wir hatten ja in der Pause das Video vom Herrn Mösslein laufen. Wir hatten den Herrn Gremminger da zu sehen, mobile Retter. Das eine ist tatsächlich, solche erfolgreichen Einsätze zu haben. Und das andere ist dann tatsächlich hinterher auf die Patienten zuzugehen und sie zu fragen, ob man es erzählen darf. Ich hatte auch einen relativ jungen Mann, Anfang 40, der Rabenstein draußen auf dem Sportplatz reanimiert wurde von seinen Fußballkumpels. Und der war extrem zurückhaltend. Und da habe ich ihm andere Beispiele geschickt. Und habe dann sozusagen, der Spruch da dann war, eigentlich geht es ja gar nicht um Sie, es geht ja um die, die was gemacht haben. Hm. Sie lagen ja nur rum, also wir haben uns dann halt, aber das Entscheidende, ja, das Entscheidende ist ja tatsächlich, wenn da, also wir zwingen niemand, aber wir versuchen natürlich zu überzeugen, dass diese Geschichte wichtig ist, erzählt zu werden, damit andere vielleicht das gleiche Glück haben, dass sich andere trauen. Aber wenn da jemand sagt, nein, will ich nicht, dann ist es das, ja. Dann ist es vielleicht schade, aber nicht ärgerlich. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist tatsächlich, wir hatten auch vor Jahren hier mal jemanden, der sogar hier auf der Bühne stand, nach seiner erfolgreichen Reanimation mit zwei seiner Ersthelfer, die schon länger dabei sind, wissen das. Den hatte ich in der Folge auch nochmal gefragt und der möchte das nicht mehr. Und dann ist es so. Ja, dann wird das auch respektiert, weil eigene medizinische Information, das ist was Höchstpersönliches. Es ist toll, dass uns Menschen erlauben, solche Geschichten zu erzählen. Ihr hattet ja damals, wart ihr ja angefragt vom SWR. Und hattet auf die Schnelle niemand, so kam das ja zustande. Genau. Dafür hat man Netzwerke und ist ein toller Beitrag draus geworden, der andere hoffentlich mehr motiviert, wenn jemand umfällt, zu reanimieren. Und das ist ja die Intention dahinter und nicht sich selber auf die Schulter zu klopfen oder sonst was. Aber es ist ein hochheikler Bereich und man kann da ziemlich schnell in was reinkommen. Und ich habe neulich, was habe ich gelernt, irgendwie das Gegenteil vom Shitstorm. Es gibt auch einen, irgendwas mit Honig oder sowas. Also es gibt einen Gegenteil, ich habe es nicht gemerkt, ich hätte es gerade nochmal googeln sollen, bevor ich auf die Bühne bin, das habe ich vergessen, aber es lässt sich ja nachholen. In der alten Währung ist es der Applaus und ich glaube, den hast du dir redlich verdient. Lieber Vielen Matthias, Dank. Danke fürs Kommen, danke für deinen Input. Dankeschön.